überzeugen, denn ich glaube auch, dass der letzte Zweifler jetzt überzeugt ist, was er am Samstag und Sonntag zu tun hat. Martin, vielen Dank. Ja, ich danke dir. So, ich denke, dass wir dann vielleicht in die Diskussionsrunde gehen. Ja, dann schon mal. Ich möchte noch zurückkommen auf diese Geschichte. Bitte. Also. Ich möchte mal kurz zurückkommen auf die Situation, die jetzt in Essen stattfinden wird, wenn wir die alte Satzung da behalten, beziehungsweise die Bremer Satzung da haben werden. Unabhängig davon befürchte ich sowieso, dass es spätestens um 12 die ersten Schlägereien vor dem Mikrofon geben wird, weil sich nämlich die verschiedenen Flügel da ziemlich hart bekämpfen werden. Aber wenn wir diese Einerspitze jetzt erstmal wählen, das bedeutet ja, dass der eventuell, beim absoluten Negativfall, der Kollege Lucke mit einer absoluten Machtfülle ausgestattet wird. Und das, was uns Martin Langer gerade geschildert hat, wird er natürlich dann wahrscheinlich auch umsetzen, indem er die unliebsamen KV-Vorstände versucht zu entfernen. Und das wird er wahrscheinlich auch tun. Und ich denke, dann haben wir verloren. Dann werden wir die Politik, die uns vorsteht, nicht mehr durchsetzen können. Deshalb bin ich mir nicht ganz sicher, ob wir nicht doch versuchen sollten, die Bremer Satzung zu kippen. Genau. Denn nur dann haben wir meiner Meinung nach eine Chance, auch mit einem eventuell noch erweiterten Vorstand oder mit anderen Kräften dagegen zu halten. Genau. Vielleicht aus der Basis heraus, aus den kleinen Kreisverbänden heraus dagegen zu halten. Aber das, was auch bei uns schlicht und einfach, ich komme aus Düsseldorf, diese Tendenzen mit Fehlinformationen, mit tatsächlichen Lügen, Verleugnungen und so weiter, die aus der Weckrufecke kommen und so weiter und Diffamierung gegenüber anderen, das wird natürlich so nicht aufhören. Ganz im Gegenteil, das wird zunehmen. Ja. Ich bin persönlich der Meinung, die Bremer Satzung muss gekippt werden, nur dann haben wir eine Chance. Also, ich wollte Sympathie natürlich für diese Position, aber wir haben wirklich einen Kreis von 38 Leuten aus allen Bundesländern. Wir haben 6, 7 Telefonkonferenzen, 4 Stunden, 5 Stunden, ja, inklusive wirklich von Satzungsspezialisten, von Parteitagsspezialisten. Wir sind zum Schluss gekommen, die Entscheidung innerhalb unseres Kreises, ich meine, kann jeder den Antrag stellen, sie schaffen es nicht, eine Satzungsdebatte, die sich dann ja anschließt, denn der Tagesordnungsantrag wird ja nicht heißen, Abschaffen der Bremer Satzung. Sondern der wird ja komplizierter, viel komplizierter gehandhabt. Das heißt, wenn dieser Prozess dann über 6, 7 Stunden geht und dann mit 2/3, der muss ja auch 2/3 dann haben, die Ablehnung dieser Satzung oder die Wiederinstandsetzung der Berliner Satzung, also der ersten Satzung. Und selbst wenn es nur einfache Mehrheit wäre, ich schwöre Ihnen, von den 4.400 Mann, die in der Hauptsache kommen, um einen endgültigen Entscheid über die Spitzenpersonalien Lucke contra Petri zu fällen, die werden keine 6 Stunden, die werden nach 5 Stunden bei 38 Grad entweder ins Hotel gehen, ins Swimmingpool gehen oder ins Café oder irgendwo. Die werden nicht verbleiben. Und die werden dann exakt in dem Augenblick, wo Lucke dann erkennt, jetzt haben wir möglicherweise für unsere Leute, und die sind, die, das kriegt man ja mit an der Zustimmung, dieser Landesparteitag wird Massenpsychologie sein. Der das lesen kann, der wird wissen, wie die Kampfverhältnisse sind. Und wenn dann der entscheidende Punkt kommt, so, jetzt sind vielleicht die einen so verärgert weg, die nicht, die Weckrufler, aber werden auf das eingestellt sein. Und dann sind potenziell, weil dieser Parteitag steht, kommt auf Spitze, 50 zu 50. Ich kann nicht sagen, dass wir 60 zu 40, 45 zu 55, 50 zu 50. Und es werden genau die 10% sein, die dann entnervt gehen. Das können unsere sein, das können aber auch die von denen sein, gebe ich ja gerne zu. Das Risiko ist viel zu groß. Wir sagen, wir machen das über Bremer Satzung und werden dann, weil wir davon ausgehen, dass wir genügend Aktivierungsleistung haben, um die Frau Petri
gegen Herrn Lucke, weil sie ist die einzige Person, die gegen Herrn Lucke antreten kann. Es gibt keine andere Person, wenn die Priorität heißt, Lucke nicht mehr Vorsitzender oder nicht mehr Sprecher, dann kann es nur die Frau Petri sein. Ob einem das gefällt oder nicht, da könnte man nochmal eine neue Veranstaltung machen über das Thema, müssen wir alle Frau Petri wählen. Und Lucke wird dann nicht gewählt sein. Lucke hat angekündigt, im Kreis seiner Weckrufler, und das ist auch dokumentiert, er wird dann nicht von abrücken können, er wird für kein weiteres Amt dann antreten. Er möchte auch erreichen, dass wenn er zurücktritt bei einer Niederlage, möchte er auch erreichen, dass die Frau Petri, wenn sie die erste Niederlage einsteckt gegen ihn, dass dann die Frau Petri auch nicht mehr antritt. Aber das ist schon wieder, das zeigt schon wieder die Denkweise, nämlich, ich entscheide das für mich so, aber ich möchte, dass jetzt der andere das genauso zur Handhabung hat. Verstehen Sie diese Anmaßung, die da drin steckt? Ich habe das für mich so entschieden, aber es wäre jetzt nur fair und richtig, dass der andere, der vielleicht so an sowas gar nie gedacht hat, der muss das jetzt auch so tun. Also diese Dominanz der eigenen Gedanken. Ich rate ab, und es wird auch nicht sozusagen von den einflussfähigen Gruppen wird's nicht kommen, weil wir das wirklich durchhalten. Aber die kann doch gar nicht bleiben, wenn das so ist. Ich habe mich jetzt mit den Satzungen im Detail noch nicht beschäftigt, muss ich sagen. Wenn das aber so ist, wie Sie sagen, dann kann man doch solch eine Satzung nicht stehen lassen. Dann muss das doch erst geklärt werden. Ja, das schaffen wir auch gesehen. Ja, ja, aber es hat selbst das Bundesschiedsgericht so gesehen, dass sie zwar nichtig ist, aber so lange Gültigkeitswirkung entwickelt, bis ein ordentlicher Parteitag über diese Satzung nochmal mit zwei Drittel Mehrheit entscheidet. Das mag natürlich auch nicht gehen. Auch darüber haben wir nachgedacht und in die Wege geleitet, eine einstweilige Verfügung zu erwirken am Berliner Kammergericht. Aber die ordentlichen Gerichtsbarkeiten, ordentlichen Gerichte sind nicht wahnsinnig erpicht drauf, im ersten Ansatz innerparteiliche Auseinandersetzungen, die eben noch nicht endgültig schiedsgerichtsmäßig durchgearbeitet sind, für einstweilige Verfügung zu präjudizieren. Auch das Risiko, dass möglicherweise, wenn Sie da einen Deppen haben, der vom Vereinsrecht keine Ahnung hat und der schreibt eine saublöde einstweilige Verfügung, was passieren kann, dann haben sie aber absolut mit Zitronen gehandelt, weil dann haben wir nämlich genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich haben wollen. Das Risiko war uns zu groß, wir haben es gelassen. Naja, okay, selbst wenn man die Bremer-Satzung jetzt nicht kippen kann auf diesem Parteitag, ich weiß, dass der Julian Flack, das ist der Bundessprecher der Jungen Alternativen, einen Antrag stellen wird auf eine Unvereinbarkeitserklärung des Weckrufs mit der AfD. Da würde ich doch alle bitten, die glauben, dass Lucke keine Chance mehr haben sollte, dieses wenigstens zu unterstützen, weil den Antrag wird er auf alle Fälle stellen. Und das wäre ein Signal an die, die auch noch unentschlossen sind, denen ganz klar damit werden würde, Moment mal, der Weckruf hat mit der AfD aber relativ wenig zu tun. Ja, das ist okay. Ja, wir hatten ja eigentlich, bis wir ermittelt haben, völlig richtig, ja, bis wir ermittelt hatten, wir gingen ja eigentlich davon aus, es wird ja auch so getan, als ob der Weckruf bereits 4.000 mittlerweile, Sie waren schon, ja? Keiner will. Mitglieder hat er gar nicht. Die sind in der Warteschleife. Es sind 8 Leute. Das heißt, wir am ersten Ansatz haben wir geprüft, wenn das tatsächlich so ist, dass es diese Mitglieder schon gäbe, einen Unvereinbarkeitsbeschluss zu bewirken über den Souverän, nämlich den Bundesparteitag. Und dann, wenn der Bundesparteitag genau diesen Entscheid trifft, zu sagen, so, der Weckrufmitglied ist, hat jetzt die Zeit zu verlassen. Oder seine Mitgliedschaft am Weckruf hier juristisch nachvollziehbar niederzulegen. Das wäre natürlich eine hübsche Sache gewesen, aber es ging nicht bei den. Ja. Ich würde das fast mit der fünften Kolonne bezeichnen, ja? Ja, klar. Das ist vielleicht eine Charakterisierung. Wenn das jemand bewusst wird auf dem Parteitag, dann ist nämlich die Entscheidung auch schon wieder. Ja. So, eine weitere Frage? Ja, es sind alle müde, klar, bei der Hitze. Also, ich kann, ja, gerne.
nur mal eine Frage, wer denn die hauptamtlichen Weckruf die Leute, die da das Sagen jetzt haben, ja. Wer die bezahlt? Ja, die werden, also die Haupt... Was mit den 175.000 Spenden, die da eingegangen sind, was damit? Ja, ja. Ja, gute Frage. Also das Geld ist wohl so da, wir wissen auch den ein oder anderen Spender. Also 49.995 hat ein Herr Nordmann, genau, gespendet. Nordmann, Köln da unten, hat aber auch in einem Interview erklärt, er wäre auch durchaus bereit und in der Lage, nochmal 250.000 Euro nachzuschießen, falls es erforderlich wäre. Ja, ich meine, wir haben sogar Hinweise, dass hier Gelder wirklich von der CDU hineinfließen. Das kann man jetzt natürlich jetzt nicht öffentlich behaupten, wenn man nicht die Beweise können. Aber das war schon bei der Gründung der AfD, da gab es eine Frau Metzger, die hatte eine PR- und Öffentlichkeitsarbeitsagentur, die war auch im ersten Bundesvorstand, in dem ich damals auch war, und die hat Gelder von Anfang an zur Verfügung gestellt, weil sie sozusagen die Sachwalterin und Treuhänderin einer Familienstiftung war. Ich für Nordrhein-Westfalen, als ich dann im Landesvorstand war, habe jede Zuwendung von der Frau Metzger für Nordrhein-Westfalen abgelehnt, weil die Herkunft dieser Gelder nie offengelegt wurde. Aber es gab Hinweise, dass die Hans-Seidel-Stiftung, CSU, durchaus im Geschäftskontakt mit dieser Agentur von der Frau Metzger war. Das war mir ein Grund, einfach zu sagen, ich möchte mit diesen Geldern gar nichts zu tun haben. Aber wenn das damals schon möglicherweise finanzielle Beziehungen gab, dann gibt sie es jetzt mit einer noch höheren hinreichenden Wahrscheinlichkeit. Warum? Als die AfD sich gegründet hatte, wusste man ja nicht, wie schnell sie erfolgreich auch wählermäßig und wahlstimmenmäßig sein könnte. Der Erregungspegel der CDU und CSU stieg. Der Empörungspegel der Medien stieg gleichermaßen. Seit wir aber sozusagen im politischen Diskurs gar nicht mehr vorkommen, sank der Erregungspegel der Parteien und auch der Medien, weil sie mit dieser Richtung, in der wir momentan laufen, ja durchaus zufrieden sind. Denn ich habe ja vorher gesagt, wenn die AfD zu ihren Wurzeln zurückkehrt und das kommunikativ an den Bürger heranbringt, dann werden wir die CDU auf ein Niveau pressen können, wie die SPD gepresst wurde durch die Linken und die Grünen. Und das ist der Superkauf für die CDU. Also hat doch eine politische Organisation wie die CDU ein hohes Interesse daran, den Zustand, den eigentlich Lucke für die AfD für angemessen hält, was die politische Aufsässigkeit angeht, sozusagen zu unterstützen. Das klingt wie eine Verschwörungstheorie, aber vieles in dieser Welt klingt wie eine Verschwörungstheorie und es ist tagtäglich abgemachtes Handeln. Also, mit denen, die von Herrn Lucke als Kreisvorsitzender rausgeschmissen werden. Was werden wir dagegen unternehmen? Ja, gerne, ja. Willst du aber darauf antworten? Ja. Ja, ja, antworten. Okay. Zu dem, was Herr Unterricht vorhin gesagt hatte, ein entscheidender Punkt am Bundesparteitag wird natürlich auch die Wahl des neuen Bundesschiedsgerichtes sein. Ja. Es sind fünf Richter. Wir haben hier einen aus Nordrhein-Westfalen, den Herrn Thomas Röckemann, den wir ins Rennen schicken. Wir haben den Herrn Peter Gürlich aus Niedersachsen und weitere Kandidaten werden sicherlich noch kommuniziert. Bitte? Muster? Ja, Herr Buster zum Beispiel aus Sachsen. Ja. Da. Und der Thomas Seitz wird sich wahrscheinlich auch zur Verfügung stellen. Das ist derjenige, der diesen Streitschrift verfasst hat gegen den Bremer Parteitag. Der ist Staatsanwalt von Beruf, ein aufsässiger Mensch. Aber Sie, Aufsässigkeit ist eine Gnade. In diesem Land müssen wir aufsässig sein, weil alles hinnehmen, was ist, das können wir ganz leicht. Genau. So, das war eigentlich nur der kleine Punkt, der genau zu der Frage passte, weil ich sag mal so, Herr Henkel hat das, glaube ich, die Säuberung genannt. Ja, die gilt genau in
in dem Folgejahr und auch mit dem Bundesschiedsgericht stattfinden oder auch nicht stattfinden. Und mehr möchte ich eigentlich weiter zu sagen. Dankeschön. Es gibt wirklich schon Listen. Es gibt Listen mit den Mitgliederdaten, die schon angelegt sind von den Leuten, von denen sich die AfD im Falle der Wiederwahl von Lucke trennen will. Wir kennen, pass auf, Leute, es ist so wichtig, dass ihr alle, egal ob krank, alt oder arm oder reich, wir müssen alle nach Essen, man braucht sich nicht vorher anmelden, ihr könnt dahin euren Mitgliedsausweis hin tun, dann dauert es ein bisschen länger bei der Einschreibung, aber auch das dauert nur eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Ihr müsst die Wiederwahl von Lucke mit verhindern, weil die AfD bei einer Wiederwahl von Lucke nicht mehr die AfD, die wird politisch nicht mehr brauchbar sein. Mit der ist nichts mehr anzufangen. Treten wir raus und machen eine neue. Den neuen, vergiss es. Diese Planspiele sind alle gemacht. Glauben Sie es mir. Ich bin in diesen Gremien. Diese Planspiele sind alle gemacht. Es macht keinen Sinn. Boah, würde ich sagen. Ja. Die AfD verfügt und deshalb ist ja dieser Endkampf. Hat tausend Fege, Leute. Ich sage Ihnen, die AfD, das, was wir momentan in Siegen, in Essen haben werden, ist wie die Ouvertüre. Von einem Drama. Es ist die Ouvertüre eines Dramas. Der erste Held wird sozusagen gehindert, sein weiteres Unwesen zu treiben. Aber danach, nach dieser Ouvertüre, werden wir ins Feuer kommen, innerhalb der Gesellschaft, innerhalb der Medien, auf den Straßen. Wir müssen die Alternative für Deutschland zu ihren Zielen führen. Und das ist der wirkliche und wahre Kampf. Und da steht noch uns noch einiges bevor. Darf ich mal ganz primitiv sehen? Also, so wie die AfD, das Herrn Lucke, hat keine Chance. Nein, gar nicht. Die geht bei der nächsten Bundestagswahl unter und ist weg. So. Es hat nur in Deutschland auch eine Chance, eine Partei nach dem Muster der SVP in der Schweiz und der FPÖ in Österreich. Und der einfachste Weg wäre doch im Prinzip, wenn man nicht da fähig ist, in der Lage, diese Parteien im Großen und Ganzen zu kopieren. Dann hätten wir die Chance, auf zweistellige Prozentsätze zu kommen. Natürlich, wir wollen ja Kooperationen. Aber so ist die AfD am Ende, können wir uns alle ausprobieren. Wir wollen doch Kooperationsverhandlungen führen mit der FPÖ, mit dem mit JOKIP. Nein, alle diese Leute, die diese Konzeptionen verwirklichen wollen, die wurden abgeschossen in ihrer Funktion innerhalb der AfD. Ich eine Partei mache. Ja, gut, klar. Glauben Sie wirklich, dass diese Leute, die dieses Herzblut in die AfD gesteckt haben, dass sie nochmal zu intensivieren werden, nochmal zu motivieren werden, bei einer neuen Partei, wo die gleiche Scheiße, Entschuldigung, jetzt bin ich sehr rüde, wo die gleiche Scheiße doch wieder anfängt. Nein, wir müssen die Toilette säubern und neu beginnen. Was ist denn, wenn das Gegenteil geschieht? Wenn also Lucke unterliegt bei der Abstimmung? Unterliegt, ja. Also der verliert die Abstimmung und Weckruf spaltet sich ab. Ja. Ja, gute Frage. Auch da gibt es, wir haben ein paar Leute innerhalb dieses engeren Führungszirkels des Weckrufs. Heute, erkennbar nach außen, tritt ja nur auf Köln, Tresius, Lucke, hier in Nordrhein-Westfalen, Rosendahl, Rohlien, Thüringen, ganz genau, Bautzen, Niedersachsen und so weiter und so weiter. Auch für diesen Eventualfall, obwohl sie sich sehr siegessicher geben, aber es ist schon ein bisschen gedämpft, weil am Anfang hieß es, gar kein Problem, die Leute zu aktivieren, wir füllen ganze Buswaggons voll, also ganze Busladungen und fahren von Bayern nach Nürnberg hier hoch. Das ist nicht so dramatisch, weil wir durch die Anmeldezahlen, mit den Anmeldungen von welchen Kreisverbänden zum Bundespartei, wir schon auch ein ungefähres Situationsbild ableiten können, wie viel jetzt wirklich aus den Kreisen nicht reisen. Weil es macht ja nur Sinn, dass die Busse, die aus bestimmten regionalen Schwerpunkten,
kann man ja zuordnen, den einzelnen Kreisverbänden. Das ist nicht so dramatisch, die gehen ja auch schon sehr stark jetzt auf private und einzelmäßige Mitfahrgelegenheiten. Tatsache ist, wir haben Hinweise, dass die Reisekosten zum Teil ersetzt werden durch den Wegkauf diesen Leuten und die Übernachtungskosten übernommen werden. Von wem? Von Meckhof. So, wir können jetzt dagegen sitzen hier in Nordrhein-Westfalen. Für uns spielt das keine Rolle, weil die Leute können in der Regel nach Essen fahren. Mag eine Stunde oder so sein, aber man muss ja nicht unbedingt übernachten. Die Frage ist nur, wir müssen aktivieren. Leute, die diese Richtung einschlagen wollen, für die AfD, so wie ich es heute jetzt in anderthalb Stunden, zwei Stunden dargelegt habe, ich kann nur so einen Vortrag halten. Ich kann nicht für jeden Einzelnen eine Stimmrechtsübertragung haben, sodass ich am Schluss 1000 Stimmen reinlege. Ich habe nur eine Stimme. Jeder muss kommen. Jeder muss kommen. Und nur wenn er kommt, wird er was mit. Und ich kenne Leute in Kreisen, wo aus einem Kreis vielleicht nur zwei oder drei Leute kommen, weil die anderen sagen, ach, das ist doch eigentlich egal, ob Lucke oder Veto. Ja, das ist, ja, ich meine, gut, heute hatten wir jetzt die Gelegenheit, bis ins Detail über diese Dinge zu reden. Normalerweise sollte das natürlich in einem Kreisverband auch sein, aber es gelingt natürlich nicht, immer bis ins Detail zu informieren. Das ist die Situation. Und ich bin nach wie vor optimistisch, dass es uns gelingt. Ihre Frage nochmal, weil ich habe es ja noch gar nicht richtig beantwortet, was passiert dann? Es gibt Aussagen von Lucke, dass sie dann 10 Tage später sich mit den führenden Leuten zusammensetzen werden und ein Tableau, also und eine Konzeption besprechen wollen. Es ist schon mal eine konzeptionelle Geschichte schon mal durchgedrungen, und zwar, dass die einzelnen Landesverbände und Kreisverbände mit Weckrufangehörigen unterwandert werden sollen. Das heißt also, dass Landesverbände von Weckrufleuten übernommen, also durch normale Wahlen natürlich, aber durch Organisationen von Mehrheiten. Und die Bequemlichkeit der einen ist die Organisationsmöglichkeit des anderen. Das ist einfach so. Und wenn man mal davon ausgeht, dass die Weckrufler durch diese etwas stärkere, straffere Führung vielleicht hier einen Organisationsvorteil haben, dann kann das ja auch gelingen. Das heißt also, die denken natürlich mittlerweile auch in längerfristigen, mittelfristigen Dispositionen. Denn eins ist ja klar, warum machen die nicht eine neue Sache auf Geld, kriegen sie wahrscheinlich ohnehin von irgendjemandem. Ich meine, so eine Marke wie Alternative für Deutschland, nach 2 Jahren im politischen Raum, das ist natürlich schon mal ein Wert als erstes, Alternative für Deutschland, das ist ein Wert. Das zweite ist, die Alternative für Deutschland ist 10 Millionen Euro schwer, durch die Parteienfinanzierung. Das musst du erst mal aufbauen oder reinkriegen. Dann die Organisationsaufbau, was glauben Sie? Wir haben in Nordrhein-Westfalen in 2,5 Monaten 48 Kreisverbände gegründet. Das war nur durch den Enthusiasmus der Anfangszeit möglich geworden. Du kannst normalerweise keine 48 Kreisverbände in 6 Wochen gründen. Aber haben wir mit durchschnittlich einer Besatzung von damals 50, 60, 70 Leuten? Das ist phänomenal. Das ist nicht mehr so ohne weiteres zu kapitulieren und zu duplizieren. Von daher, es ringen beide Seiten und ich sehe wirklich, das sind keine Geschwister mehr, das sind wirkliche Feinde gegeneinander. Lucke-Lager, Weckhof und wir nennen uns die wahren AfDler. Gut, werden die uns nicht außen auch behaupten, aber das ist ein Diadochenkampf, eindeutig. Und der wird schicksalhaft sein. Weil ich glaube nicht, dass eine politische Partei im parlamentarischen Raum, das habe ich glaube ich vorher schon gesagt, in Deutschland vor den Ergebnissen der Verwüstungen, die wir ja schon die letzten 15 Jahre haben, bevor die Ergebnisse sichtbar werden, noch eine politische Partei im parlamentarischen Raum neu etablieren können. Ich glaube es nicht. Okay, wenn keine weiteren Fragen mehr sind, dann bedanke ich mich. Ich möchte Macht in einer Privat. Sowieso. Dann bedanke ich mich sehr.
Es hat Spaß gemacht heute, so profund über Politisches und über Gemeines zu sprechen. Ich hoffe, ich sehe Sie alle in Essen und ich wünsche Ihnen, dass Sie die richtigen Entscheidungen treffen. Vielen Dank. Tolle Veranstaltung zu Ende gegangen. Ich habe nur noch eine Bitte. Wer ist hier aus Bielefeld gekommen? Also da kann man nur sagen, herzlichen Glückwunsch, dass ihr hier wart. Also es ist toll, von Bielefeld hier hinzukommen. Und Martin, da siehst du, welchen Stellenwert du noch hast. Oh, danke.